Zombie Apocalypse. Jo Leute, was geht ab? Jetzt kommt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Yammer Gaming Hauptkanal. Diesmal nicht Reaction oder Short. Leute, wir zocken heute Transport Simulator 2022 in Roblox und wir fahren heute die Straßenbahnlinie 4, denn die ist neu hinzugekommen und die kann man jetzt wieder offiziell fahren. Also beziehungsweise noch nicht ganz offiziell, aber man kann sie wieder teils fahren. Und wir werden jetzt heute diese Linie einfach mal fahren. Ich werde jetzt hier nochmal ganz kurz die richtige Strecke raussuchen. Glaube ich diese hier. Ich glaube, wir fahren bis... Oh, ja, okay, doch. Wir sind am Nordrecht. Ich werde nochmal ganz kurz gucken wegen dem Sound hier. Ich werde den nochmal ein bisschen nach oben stellen. So, wir könnten losfahren. Fahren wir mal los. So. Ansagen gibt es leider nicht, aber die sind doch eher unnötig. Die braucht man tatsächlich nicht. Ja. Wir fahren jetzt einfach mal die Linie 4 nach Rembrandt Central. Beziehungsweise ist gar nicht Rembrandt. Perfekt. Egal, wir fahren weiter. Es ist gar nicht Rembrandt, sondern es ist Dezwergweg, heißt die Haltestelle, glaube ich, die im momentige Endhaltestelle der 4. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt gar nicht sicher, aber egal. Wir fahren da jetzt erstmal hin, halten an allen Haltestellen, wie sich das gehört, und dann ja, chillen wir ein bisschen. Ich werde die Linie auch noch wieder zurückfahren hierher. Also ich werde beide Strecken fahren, einmal hin, einmal zurück. Ich habe schon wieder die Haltestelle verkackt, ist mir egal. Wir fahren aber direkt weiter. Ja. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch heute so geht. Ihr seht das Video nämlich am Dienstag um 15 Uhr. Ich stelle das nämlich heute, also im Moment ist Montag noch, also noch ist der 20.06. Ja, perfekt. Ja, meckert mich nicht voll, ich weiß, dass ich zu schnell bin. So, heute ist nämlich der 20.06., wo ich das hier gerade aufnehme. Deswegen, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch heute so geht. Denn für euch ist nämlich schon der 21.06., wenn ihr dieses Video seht. Ja. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie es euch so geht. Ich habe übrigens auch ein neues Video hochgeladen auf dem Reaction-Kanal. Da kam auch gestern oder vorgestern kam ein neues Video online. Nee, gar nicht wahr. Doch, für euch aus eurer Sicht vorgestern. Für mich gestern, also am Sonntag kam da ja ein neues Video, da habe ich auf ein neues Baba Mews Video reagiert und ja, war sehr witzig, sagen wir es so. Ja, meckern in die voll. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt lang fahre. Ich glaube entweder geradeaus oder ich fahre nach rechts. Okay, ich fahre nach rechts, krass. Weil normalerweise, ich glaube die 4 fährt normalerweise hier geradeaus weiter, aber ehrlich gesagt, ich bin da gar nicht sicher. So. Fahren wir lieber in der Perspektive, weil in der ist ein bisschen doof, weil sich sonst die Kamera wieder von selbst verschiebt. Das ist halt das Nervige bei Roblox. Du hast halt wirklich manchmal so Sichten, da verschiebt sich die Kamera. Perfekt, ich hab's wieder verkackt. Egal! Da verschiebt sich dann die Cam wieder. Hier zum Beispiel, wenn ich so hier hab, ich halte jetzt die rechte Maustaste komplett gedrückt, sodass die Kamera komplett eigentlich zentriert bleibt. Aber allerdings zieht die sich selber zurück nach einer Zeit. Das ist, war nicht immer. Aber es ist ab und zu mal so, dass dann die Kamera wirklich einfach wieder so in diese Position hier zurückgeht. Das ist echt nervig. Deswegen, wenn ich Bus fahre in der nächsten Folge, fahre ich übrigens die Linie 47. Da fahre ich dann mit dem Mercedes Citaro C2G, ist das glaube ich? I don't know. Auf jeden Fall, ja, ist das halt echt stressig. Und auch echt nervig. Nur leider gibt es halt hier keine vernünftigen Kameraperspektiven. Die hier ist halt echt nervig. Und das hier ist die einzig vernünftigste hier. Also, ja. Aber das Spiel macht macht auf jeden Fall Spaß. Das heißt, Transport Simulator 2022 in Roblox macht echt Bock. Kann ich echt nur empfehlen. Es macht übelst Bock, dieses Game. Da hier. Dwergweg, irgendwie so, ich glaube, man hat die Haltestelle gerade schon gesehen, vom Namen her. Da fahren wir jetzt hin. Ich muss hier ein bisschen abbremsen. Und wir können weiterfahren.
Ich habe da jetzt zwar nicht angehalten, aber ehrlich gesagt ist mir das egal gerade. Weil ganz ehrlich, ich finde das ein bisschen doof bei dem Spiel, dass man hier als Passenger auch schon fahren kann. Das ist echt ein bisschen doof. Ich hätte das echt so gemacht, dass man nur ab Dingens fahren kann. Also, dass man erst ab Driver fahren kann. Aber ich glaube, da haben sie einfach nicht mitgedacht. Deswegen können auch Passenger schon fahren. Aber das Spiel macht trotzdem Spaß. Ich spiele das ja jetzt schon seit, ich glaube, einem Jahr oder so spiele ich das jetzt schon. Also ich spiele das schon seitdem das Spiel noch Transport Simulator 2020 heißt. Spiele ich das ja schon. Und ich muss echt sagen, mir macht das Spiel immer noch sehr viel Spaß. Jetzt nur nachgucken, dass ich da perfekt wieder wegkomme, weil... Jetzt ist es nämlich so, jetzt fahre ich hier nämlich wieder zurück, weil hier ist nämlich nur so Tempoende. Also hier ist halt im Moment nur Übergangsende. Also hier ist jetzt nicht das richtige Ende. Das richtige Ende wäre ja eigentlich Rembrandt. Die Haltestelle werdet ihr in der nächsten Folge sehen, wenn ich die Linie 47 fahre. Weil da fahre ich dann nämlich hin. Hin und zurück. Ich glaube aber dann hin und zurück jeweils eine Folge sein bei der 47, weil die geht nämlich echt lange. Je nachdem, wie lange ich dann aufnehme bei den einen Folge. Achso, warte, ich muss noch die Route ändern, damit man auch weiß, dass ich zurück war. So. Nicht, dass da irgendwer einsteigt und dann nicht weiß, wo ich hinfahre. Das hatte ich tatsächlich schon mal, dass ich irgendwie die Route nicht mehr umgestellt habe und dann hatte ich noch eine andere Route drin und so. Ja, nervt mich nicht. So, fahren wir mal hier los, klingeln wir mal einmal die Anfahrt an und dann können wir hier rum. Fahren wir hier geschwind wie der Wind. Ich mach das nie wieder, versprochen. Aber hier dürfen wir 60 fahren. Ich weiß gerade auch gar nicht, mit welcher Bahn ich hier fahre. Ich werde das auf jeden Fall auch in den Titel schreiben, mit welcher Bahn ich hier fahre. Das wird auch mit im Titel stehen. Und ja. Also ich hoffe, euch gefällt das Video und wenn ihr mehr von Transport Simulator 2022 sehen wollt, dann lasst ihr gerne mal ein Like und ein Abo da. Und dann freut euch auch auf die nächste Folge, die kommt nämlich am Donnerstag. Kommt die, also am 23. Da ist der Kollege schon, jetzt gerade auch wieder hier lang fährt. Ja, aber die kommt am 23. Ja, weil ich das vorher einfach nicht schaffe, die aufzunehmen. Ich schaffe es nicht, die gleich noch mit aufzunehmen, weil ich mache diese Folge hier gleich noch fertig und stelle die dann schon hoch, dass sie morgen, so gesehen für euch, am 21. dann um 15 Uhr online ist. Ja. Bis dahin sollte ich auch eigentlich schon wieder zu Hause sein, denn ich habe, glaube ich, wahrscheinlich dann in der Zeit, wo ihr das Video guckt, habe ich gerade ein Vorstellungsgespräch für meine Ausbildung. Bei einer Autowerkstatt beziehungsweise bei einer Kfz-Werkstatt. Ich hoffe, das wird gut laufen. Ich hoffe es. Ich fahre morgen nämlich nach der Schule erst nach Hause, ziehe mich um und dann fahre ich da erst hin. Weil ich weiß, dass ich immer in der Schule Jogginghose trage. Weil ganz ehrlich, Jeans in der Schule, ey, das ist so ungemütlich, ne? Weil dann diese Stühle dazu, die sind so ungemütlich. Ich bin so froh, dass es nicht verboten ist, mit Jogginghose hinzugehen, ne? Egal, wäre es verboten, mit Jogginghose in die Schule zu gehen, oh, dann wäre kaputt, dann wäre ich am Ende. Ja. Was ich übrigens vergessen habe in dem Reaction-Video, in dem neuen zu sagen, da gab es nämlich eine Szene, wo gezeigt wurde, was passiert, wenn mein Lieblingslied angeht. Da wollte ich noch sagen, schreibt gerne mal eure Lieblingslieder in die Kommentare, das könnt ihr gerne unter diesem Video machen. Und dann werde ich die im nächsten Reaction-Video, werde ich die dann einblenden. Als Kommentar, also so gesehen als Bild, werde ich mir die abfotografieren, so zurechtpacken und dann werde ich die mit einblenden. Das würde mich echt mal interessieren, was so eure Lieblingslieder sind. Weil ich kenne die Lieblingslieder meiner Community gar nicht. Aber es würde mich echt mal interessieren, was ihr so für Lieder hört. Das würde mich echt mal interessieren. Also gerne mal die Lieder am besten mit den Künstlern in die Kommentare schreiben, damit ich da Bescheid weiß und dann höre ich mir die auch mal an. Ja, dann kann ich ja was dazu sagen. Ja. Also, jetzt bin ich an der Haltestelle Frisjetz. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich kann kein... Was ist das? Dänisch? Norwegisch? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht wirklich, wo das Spiel spielen soll. Ich glaube, das Spiel spielt in...
Niederlande irgendwo. Ich glaube irgendwie Amsterdam oder sowas. Oder keine Ahnung, irgendwie sowas in dem Dreh, irgendwie da spielt das. Ah, da ist noch ein Kollege mit F4. Okay, hier fährt auch keine andere Linie, aber ja gut. Ja. Was wollte ich noch? Ach ja. Könnt doch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so gemacht habt. Also, beziehungsweise, wenn ihr das Video gesehen habt am Tag. Ja. Wie gesagt, für mich ist halt gerade Montag, es ist halt so, es ist für mich immer so ein bisschen urig, so ein Video vorzuproduzieren, beziehungsweise so ein Video aufzunehmen und zu wissen, ah, warte mal, es ist gar nicht der und der Tag, an dem und dem das Video rauskommt, so. Das ist echt ein bisschen urig, wenn man so überlegt, für mich ist jetzt gerade Montag, ihr seht das Video am Dienstag, also ihr seht das einen Tag später, als ich es überhaupt aufgenommen habe. Ist halt echt ein bisschen urig. Aber egal. Ich sag ehrlich, egal. Was macht der da jetzt? Also, was ist seine Mission? Was macht der da? Egal, wir fahren sowieso weiter. Aber egal, da wo er jetzt irgendwie gerade lang fährt oder so, oder wo ich jetzt gerade. Okay, er ist gedismont. Da fahre ich eh nicht lang. Denn wir sind ja, als wir losgefahren sind, sind wir ja hier lang. Wir fahren jetzt allerdings hier und fahren dann hier diese kleine Strecke, dass wir da hinten hinkommen. Ja. Alter, mein Ohr juckt schon wieder. Hasse es. Einfach mitten in der Aufnahme juckt mein Ohr, Alter. Ich hasse es. Ja. Ich werde natürlich auch gleich nochmal gucken, was alles so funktioniert. Ich weiß gar nicht, wo fahre ich jetzt lang. Ah, geradeaus. Okay, da würde, hier würde auch keinen Sinn ergeben, weil da geht es nicht weiter. Ja, wäre ein bisschen urig. Ja. Würde ich auch sagen. So, hier ist ein Stoppschild. Das gilt nicht mir, das gilt hier den Autofahrern bzw. Busfahrer, die hier nicht langfahren. Ja. Übrigens in der Folge mit der 47 dann, da werdet ihr diese Strecke hier auch nochmal sehen, weil die 47 hier nämlich lang fährt. Und wir werden tatsächlich alle Linien einmal komplett fahren. Hin und zurück. Also es kann sein, dass es jeweils zwei Teile werden. Ich weiß nicht, wie lange die Linien ungefähr gehen. Hier ist das jetzt halt so, hier habe ich jetzt keine wirkliche Pause mit drin in den zwischen den ganzen Pausen, zwischen den ganzen Haltestellen. Deswegen schätze ich. Ja, nervt mich. Darf doch hier gleich eh wieder 50 fahren. Deswegen, ja, wird diese Folge auch etwas länger als die anderen. Ich schätze mal, die 47 wird in zwei Teile aufgeteilt. Und die Linie 100 wird in zwei Teile aufgeteilt. Sowas wie 719 und 799, das ist alles ein Teil, aber die gehen überhaupt nicht lange. Linie 3 ist nicht lang. Und ich schätze mal auch, Linie 33 wird in zwei Teile gepackt. Weil die ist auch ein bisschen länger. Ja. Ich schätze mal, die Linie 21 auch, das ist auch eine Straßenbahnlinie. Und ich schätze sogar mal die Linie 8, das ist eine Straßenbahnlinie. Allerdings werde ich die als Bus fahren. Die wird dann auch in zwei Teile aufgeteilt. Also ich werde hauptsächlich die, wobei die 8, die werde ich, ne, die 8 werde ich jetzt einen Teil machen, hin und zurück, weil die fährt halt gar nicht lange, die ist auch nicht lang wirklich. Da fahre ich einfach so mit die 87 und die 87 werde ich auch in einen Teil machen, weil die fährt auch nicht lange. So, sind wir wieder an der Endhaltestelle, bremsen wir mal runter und dann würde ich sagen, halten wir hier und dann wenden wir das Ganze hier. Na, zack, zack. Kann ich die Route hier raus machen? Genau, Auto Service, zack, Power. Zack. So. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch sehr, sehr gerne mal ein Like und ein Abo da. Wenn ihr mehr von Transport Simulator 2022 sehen wollt, dann lasst auch sehr gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so gemacht habt, was eure Lieblingssongs sind, damit ich mir die mal anhören kann. Und damit ich dann die Kommentare in dem nächsten Reaction-Video mal einblenden kann oder vielleicht auch in dem nächsten Video hier. Ja, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, macht euch noch einen schönen Dienstag und haut rein, bis ja, Leute, was geht ab, jetzt kommt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Yamaya Gaming, Hauptkanal, diesmal nicht Reaction oder Short. Leute, wir zocken heute Transport Simulator 2022 in Roblox und wir fahren heute die Straßenbahnlinie 4, denn die ist neu hinzugekommen und die kann man jetzt wieder offiziell fahren.
Also beziehungsweise noch nicht ganz offiziell, aber man kann sie wieder teils fahren. Und wir werden jetzt heute diese Linie einfach mal fahren. Ich werde jetzt hier nochmal ganz kurz die richtige Strecke raussuchen. Glaube ich, diese hier. Ich glaube, wir fahren bis. Oh, ja, okay, doch. Wir sind am Nordrecht. Ich werde nochmal ganz kurz gucken, wie den Sound hier. Ich werde ihn nochmal ein bisschen nach oben stellen. So, wir könnten losfahren. Fahren wir mal los. So. Ansagen gibt es leider nicht, aber die sind auch eher unnötig. Die braucht man tatsächlich nicht. Ja. Fahren jetzt einfach mal die Linie 4 nach Rembrandt Zentral, beziehungsweise ist gar nicht Rembrandt, perfekt. Egal, wir fahren weiter. Es ist gar nicht Rembrandt, sondern es ist Deetzwerkweg, heißt die Haltestelle, glaube ich, die momentige Endhaltestelle der 4. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt gar nicht sicher, aber egal. Wir fahren da jetzt erstmal hin, halten an allen Haltestellen, wie sich das gehört, und dann ja, chillen wir ein bisschen. Ich werde die Linie auch noch wieder zurückfahren hierher. Also ich werde beide Strecken fahren, einmal hin, einmal zurück. Ich habe schon wirklich die Haltestelle verkackt, ist mir egal. Wir fahren aber direkt weiter. Ja. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch heute so geht. Ihr seht das Video nämlich am Dienstag um 15 Uhr. Ich stelle das nämlich heute, also im Moment ist Montag noch, also noch ist der 20.06. Ja, perfekt. Ja, meckert mich nicht voll, ich weiß, dass ich zu schnell bin. So, heute ist nämlich der 20.06., wo ich das hier gerade aufnehme. Deswegen, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch heute so geht. Denn für euch ist nämlich schon der 21.06., wenn ihr dieses Video seht. Ja. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie es euch so geht. Ich habe übrigens auch ein neues Video hochgeladen auf dem Reaction-Kanal. Da kam auch gestern oder vorgestern kam ein neues Video online. Nee, gar nicht wahr. Doch, für euch aus eurer Sicht vorgestern. Für mich gestern, also am Sonntag kam da ja ein neues Video, da habe ich auf ein neues Baba Mews Video reagiert. Und ja, war sehr witzig. Sauber so. Ja, meckere mich nie voll. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt lang fahre. Ich glaube entweder geradeaus oder ich fahre nach rechts. Okay, ich fahre nach rechts, krass. Weil normalerweise, ich glaube die 4 fährt normalerweise hier geradeaus weiter, aber ehrlich gesagt, ich bin da gar nicht sicher. So. Fahren wir lieber in der Perspektive, weil in der ist ein bisschen doof, weil sich sonst die Kamera wieder von selbst verschiebt. Das ist halt das Nervige bei Roblox. Du hast halt wirklich manchmal so Sichten, da verschiebt sich die Kamera. Perfekt. Ich hab's wieder verkackt. Egal. Da verschiebt sich dann die Cam wieder. Hier zum Beispiel, wenn ich so hier habe. Ich halte jetzt die rechte Maustaste komplett gedrückt, sodass die Kamera komplett eigentlich zentriert bleibt. Aber allerdings zieht die sich selber zurück nach einer Zeit. War nicht immer. Aber es ist ab und zu mal so, dass dann die Kamera wirklich einfach wieder so in diese Position hier zurückgeht. Das ist echt nervig. Deswegen, wenn ich Bus fahre in der nächsten Folge, fahre ich übrigens die Linie 47. Da fahre ich dann mit dem Rocedes Citaro C2G, ist das, glaube ich. I don't know. Auf jeden Fall, ja, ist das halt echt stressig. Und auch echt nervig. Nur leider gibt es halt hier keine vernünftigen Kameraperspektiven. Hier ist halt echt nervig. Und das hier ist die einzig vernünftigste hier. Also, ja. Aber das Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Das heißt, Transport Simulator 2022 in Roblox macht echt Bock. Kann ich echt nur empfehlen. Es macht übelst Bock, dieses Game. Da hier. Werkweg, irgendwie so. Ich glaube, man hat die Haltestelle gerade schon gesehen vom Namen her. Da fahren wir jetzt hin. Ich muss hier ein bisschen abbremsen. Und wir können weiterfahren. Ich habe da jetzt zwar nicht angehalten, aber ehrlich gesagt ist mir das egal gerade. Weil ganz ehrlich, ich finde das ein bisschen doof bei dem Spiel, dass man hier als Passenger auch schon fahren kann. Das ist echt ein bisschen doof. Ich hätte das echt so gemacht, dass man nur ab Dingens fahren kann, also dass man erst ab Driver fahren kann. Aber ich glaube, da haben sie einfach nicht mitgedacht. Deswegen können auch Passenger schon fahren. Aber das Spiel macht trotzdem Spaß. Ich spiele das ja jetzt schon seit, ich glaube, einem Jahr oder so spiele ich das jetzt schon. Also ich spiele das schon seitdem das Spiel noch Transport Simulator 2020 heißt.
spiele ich das ja schon. Und ich muss echt sagen, mir macht das Spiel immer noch sehr viel Spaß. Jetzt nur nachgucken, dass ich da perfekt wieder wegkomme, weil jetzt ist es nämlich so, jetzt fahre ich hier nämlich wieder zurück, weil hier ist nämlich nur so Tempo-Ende. Also hier ist halt im Moment nur Übergangsende. Also hier ist jetzt nicht das richtige Ende. Das richtige Ende wäre ja eigentlich Rembrandt. Die Haltestelle werdet ihr in der nächsten Folge sehen, wenn ich die Linie 47 fahre. Weil da fahre ich dann nämlich hin. Hin und zurück. Ich glaube aber dann hin und zurück wird jeweils eine Folge sein bei der 47, weil die geht nämlich echt lange. Je nachdem, wie lange ich dann aufnehme bei den einen Folge. Achso, warte, ich muss noch die Route ändern, damit man auch weiß, dass ich zurück war. So. Nicht, dass da irgendwer einsteigt und dann nicht weiß, wo ich hinfahre. Das hatte ich tatsächlich schon mal, dass ich irgendwie die Route nicht mehr umgestellt habe und dann hatte ich noch eine andere Route drin und so. Ja, nerv mich nicht. So, fahren wir mal hier los, klingeln wir mal einmal die Anfahrt an und dann können wir hier rum. Fahren wir hier geschwind wie der Wind. Ich mach das nie wieder, versprochen. Aber hier dürfen wir 60 fahren. Ich weiß gerade auch gar nicht, mit welcher Bahn ich hier fahre. Ich werde das auf jeden Fall auch in den Titel schreiben, mit welcher Bahn ich hier fahre. Das wird auch mit im Titel stehen. Und ja. Also ich hoffe, euch gefällt das Video. Und wenn ihr mehr von Transport Simulator 2022 sehen wollt, dann lasst ihr gerne mal ein Like und ein Abo da. Und dann freut euch auch auf die nächste Folge. Die kommt nämlich am Donnerstag. Kommt die. Also am 23. Da ist der Kollege schon. Jetzt gerade auch wieder hier lang fährt. Ja, aber die kommt am 23. Ja, weil ich das vorher einfach nicht schaffe, die aufzunehmen. Ich schaffe es nicht, die gleich noch mit aufzunehmen, weil ich mache diese Folge hier gleich noch fertig und stelle die dann schon hoch, dass sie morgen, so gesehen für euch, am 21. dann um 15 Uhr online ist. Ja. Bis dahin sollte ich auch eigentlich schon wieder zu Hause sein, denn ich habe, glaube ich, wahrscheinlich dann in der Zeit, wo ihr das Video guckt, habe ich gerade ein Vorstellungsgespräch für meine Ausbildung bei einer Autowerkstatt bzw. bei einer Kfz-Werkstatt. Ich hoffe, das wird gut laufen. Ich hoffe es. Ich fahre morgen nämlich nach der Schule erst nach Hause, ziehe mich um und dann fahre ich da erst hin. Weil ich weiß, dass ich immer in der Schule Jogginghose trage. Weil ganz ehrlich, Jeans in der Schule, ey, das ist so ungemütlich, ne? Weil dann diese Stühle dazu, die sind so ungemütlich. Ich bin so froh, dass es nicht verboten ist, mit Jogginghose hinzugehen, ne? Egal, wäre es verboten, mit Jogginghose in die Schule zu gehen? Oh, dann wäre kaputt, dann wäre ich am Ende. Ja. Was ich übrigens vergessen habe in dem Reaction-Video, in dem neuen zu sagen, da gab es nämlich eine Szene, wo gezeigt wurde, was passiert, wenn mein Lieblingslied angeht. Da wollte ich noch sagen, schreibt gerne mal eure Lieblingslieder in die Kommentare. Das könnt ihr gerne unter diesem Video machen. Und dann werde ich die im nächsten Reaction-Video, werde ich die dann einblenden. Als Kommentar, also so gesehen als Bild, werde ich mir die abfotografieren, so zurechtpacken und dann werde ich die mit einblenden. Das würde mich echt mal interessieren, was so eure Lieblingslieder sind. Weil ich kenne die Lieblingslieder meiner Community gar nicht. Aber es würde mich echt mal interessieren, was ihr so für Lieder hört. Das würde mich echt mal interessieren. Also gerne mal die Lieder am besten mit den Künstlern in die Kommentare schreiben, damit ich da Bescheid weiß und dann höre ich mir die auch mal an. Ja, dann kann ich ja was dazu sagen. Ja. Also, jetzt bin ich an der Haltestelle Frisjetz. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich kann kein... Was ist das? Dänisch? Norwegisch? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht wirklich, wo das Spiel spielen soll. Ich glaube, das Spiel spielt in Niederlande irgendwo. Ich glaube, irgendwie Amsterdam oder sowas. Oder keine Ahnung, irgendwie sowas in dem Dreh, irgendwie da spielt das. Ah, da ist noch ein Kollege mit O4. Okay, hier fährt auch keine andere Linie, aber ja gut. Ja. Was wollte ich noch? Ach ja. Könnt doch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so gemacht habt. Also, beziehungsweise, wenn ihr das Video gesehen habt am Tag. Ja.
Wie gesagt, für mich ist halt gerade Montag, es ist halt so, es ist für mich immer so ein bisschen urig, so ein Video vorzuproduzieren, beziehungsweise so ein Video aufzunehmen und zu wissen, ah, warte mal, es ist gar nicht der und der Tag, an dem und dem das Video rauskommt, so. Das ist echt ein bisschen urig, wenn man so überlegt, für mich ist jetzt gerade Montag, ihr seht das Video am Dienstag, also ihr seht das einen Tag später, als ich es überhaupt aufgenommen habe. Ist halt echt ein bisschen urig. Aber egal. Ich sag ehrlich, egal. Was macht der da jetzt? Also, was ist seine Mission? Was macht der da? Egal, wir fahren sowieso weiter. Aber egal, da wo er jetzt irgendwie gerade lang fährt oder so, oder wo ich jetzt gerade. Okay, er ist gedismont. Da fahre ich eh nicht lang. Denn wir sind ja, als wir losgefahren sind, sind wir ja hier lang. Wir fahren jetzt allerdings hier und fahren dann hier diese kleine Strecke, dass wir da hinten hinkommen. Ja. Alter, mein Ohr juckt schon wieder. Hasse es. Einfach mitten in der Aufnahme juckt mein Ohr, Alter. Ich hasse es. Ja. Ich werde natürlich auch gleich nochmal gucken, was alles so funktioniert. Ich weiß gar nicht, wo fahre ich jetzt lang. Ah, geradeaus. Okay, da würde, hier würde auch keinen Sinn ergeben, weil da geht es nicht weiter. Ja, wäre ein bisschen urig. Ja. Würde ich auch sagen. So, hier ist ein Stoppschild. Das gilt nicht mir, das gilt hier den Autofahrern bzw. Busfahrer, die hier nicht langfahren. Ja. Übrigens in der Folge mit der 47 dann, da werdet ihr diese Strecke hier auch nochmal sehen, weil die 47 hier nämlich lang fährt. Und wir werden tatsächlich alle Linien einmal komplett fahren. Hin und zurück. Also es kann sein, dass es jeweils zwei Teile werden. Ich weiß nicht, wie lange die Linien ungefähr gehen. Hier ist das jetzt halt so, hier habe ich jetzt keine wirkliche Pause mit drin in den zwischen den ganzen Pausen, zwischen den ganzen Haltestellen. Deswegen schätze ich. Ja, nervt mich. Darf doch hier gleich eh wieder 50 fahren. Deswegen, ja, wird diese Folge auch etwas länger als die anderen. Ich schätze mal, die 47 wird in zwei Teile aufgeteilt. Und die Linie 100 wird in zwei Teile aufgeteilt. Sowas wie 719 und 799, das ist alles Einteiler, aber die gehen überhaupt nicht lange. Linie 3 ist nicht lang. Und ich schätze mal auch, Linie 33 wird in zwei Teile gepackt. Weil die ist auch ein bisschen länger. Ja. Ich schätze mal, die Linie 21 auch, das ist auch eine Straßenbahnlinie. Und ich schätze sogar mal die Linie 8, das ist eine Straßenbahnlinie. Allerdings werde ich die als Bus fahren. Die wird dann auch in zwei Teile aufgeteilt. Also ich werde hauptsächlich die, wobei die 8, die werde ich, ne, die 8 werde ich jetzt einen Teil machen, hin und zurück, weil die fährt halt gar nicht lange, die ist auch nicht lang wirklich. Da fahre ich einfach so mit die 87 und die 87 werde ich auch in einen Teil machen, weil die fährt auch nicht lange. So, sind wir wieder an der Endhaltestelle, bremsen wir mal runter und dann würde ich sagen, halten wir hier und dann wenden wir das Ganze hier. Na, zack, zack. Kann ich die Route hier raus machen? Genau, Auto Service, zack, Power. Zack, so. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch sehr, sehr gerne mal ein Like und ein Abo da. Wenn ihr mehr von Transport Simulator 2022 sehen wollt, dann lasst auch sehr gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so gemacht habt, was eure Lieblingssongs sind, damit ich mir die mal anhören kann. Und damit ich dann die Kommentare in dem nächsten Reaction-Video mal einblenden kann oder vielleicht auch in dem nächsten Video hier. Ja, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, macht euch noch einen schönen Dienstag und haut rein, bis